Dann heben wir uns den ganzen Kram hier mal noch auf. Das Papier hauen wir dann mal in die andere Kiste. Wir müssen uns sowieso dann noch ein paar Bücherregale machen. Ach ja, siehst du, Bücherregale für einen Verzauberungstisch. Scheiße. Aber hatten wir nicht irgendwo noch ein Dorf auf dem Weg? Das könnten wir eigentlich auch dann mal überfallen. So, jetzt haben wir Obsidian. Wir brauchen einen Wir brauchen zwei Diamanten. Dann war das, glaube ich, so. So. War es nicht so? Da fehlt auch irgendwas noch, oder? Scheiße. Irgendwas fehlt. Wow. Ich glaube, ein Redstone war das, oder? War es ein Redstone? Haben wir nicht Redstone mitgebracht? Vielleicht war es auch zwei Redstone, ein Diamant. Probieren wir mal. Nein. Ich glaube, das war doch tatsächlich ein Redstone, ein Diamant. Zwei Redstone, ein Diamant. Da kommen wir jetzt hier alles mit am Arsch. Drauf geschissen. Da muss man nicht fünfmal laufen. Also ich bin mir sicher, unten war das. Dann war hier zweimal Redstone. Ein Diamant. Und ein Buch. Andersrum? Nein. Nicht? Gott, wie war denn das? Wie war denn das? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich recherchiere mal nebenbei in der nächsten Folge. So. Zuckerrohr, ja. Eier kommen in die andere Kiste. Die Eimer können wir jetzt hier mal alle reinballern. Die brauchen wir jetzt nicht. Hier haben wir nochmal. Verrottetes Fleisch kommt auch in die andere Kiste. Hier kann das Birkenholz auch nochmal rein. Was wir auch in der anderen Kiste drin haben. Maximale Verwirrung. So. Okay. Dann werden wir mal den ganzen Kram wieder ablegen. So, die Setzlinge. Birkenholz muss also doch in die andere Kiste. Okay. Okay, dann kommt es in die andere Kiste. Hier haben wir auch noch auf diese Kohle. Mensch. Okay. Oh. Dann müssen wir uns so bald mal um den Keller kümmern. Keller kümmern, Keller kümmern. So. Jetzt kann man das Loch hier mal langsam stopfen. Es geht mir voll auf den Sack. So. Loch zu. Feierabend, Ende aus Mickey Maus. Dann nehmen wir hier den Baum noch mit. Notfalls auch ohne Axt. Ohne Axt. Und es wird schon wieder dunkel. Und ich merke gerade, wir haben glaube ich nur noch die Äpfel und dann ein paar Steaks in der Kiste. Ich glaube, wir müssen uns jetzt wirklich um unser Weizenfeld kümmern. Drei Steaks. Genau, dann werden wir das mal so machen. Schlafen gehen. Dann kümmern wir uns um etwas Weizenfeld für Brote und so weiter. Ich denke mal, wir machen diesen Morgen etwas größeres Weizenfeld. Hier mal Samen. Dann brauchen wir Eisen. Sticks haben wir. So. Fang an zu ackern. Ja, wurde auch Zeit. Sehr gut. So, dann brauchen wir Erde. Einen Wassereimer. Ja, vielleicht auch zwei. Nehmen wir mal einfach mit. Fackeln haben wir. Und dann schauen wir mal, wo setzen wir denn am besten unser Feld jetzt hin. Ich meine, das können wir einfach hier hinsetzen. Können wir eigentlich überall hinsetzen. Aber ich wäre doch... Nee, wir müssen ja jetzt mal nach unten. Man müsste ja sowieso...
einen extra Raum dafür machen, weil ich will die Felder nicht unbedingt draußen haben, bei so einem Riesenhaus. Schauen wir mal. Sind sie schön im Kreis rennen, den ganzen Tag. Ich würde sagen, wir setzen das Feld erstmal hier hin. Hier hin. Gucken natürlich, dass es auch noch ein bisschen hübsch ist. So. So. Oh, es war schon zu weit. Egal. So, können wir das hier wieder abreißen. Oder zumindest den Berg wieder anpassen. Da ist die Schaufel wieder weg gewesen. Dass sie sich einbildet. So. Nein, das war zu viel gerade. Okay, dann nehmen wir diese Steine hier. Nur einen dieser Steine. Scheiß Ohrwurm. So. Und dann so. Dann kommt hier die Erde rein. Dann kann man das hier perfekt ans Haus anbinden. Okay, dann ist das Feld doch nicht so groß, wie eigentlich zuerst angedacht. Aber gut. Kein Problem, wir reißen hier dann einfach mal ein bisschen was weg. So, dann müssen wir hier natürlich auch wieder die Steine hinsetzen. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Und dann kann man das theoretisch, wir müssen ja dann Wasser setzen. Geht das dann hier drunter? Was würde das Feld wieder kleiner machen? Das finde ich nicht so cool. Und unter dem Häuschen hier weiß ich auch nicht, weil wir bauen ja immer noch so ein bisschen. Aber wir könnten theoretisch, ach komm, wir erweitern das Ding einfach mal um 3. Machen wir nochmal 2 rein mehr. Ich meine, wir haben jetzt sowieso das 11 Samen dabei. Dann gucken wir einfach mal. Mal hier das eben erweitern. So. Ja, ich habe da glaube ich schon einen Plan, den wir dann eben einfach mal umsetzen. So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da die Erde reingesetzt habe. Na, liebes Schweinchen, es tut mir jetzt sehr leid, aber stürzt. So. Das kann man ja natürlich dann alles später noch verschönern, jetzt geht es ja erstmal nur um den Mittel zum Zweck. Eigentlich unnötig. Machen wir das so. Rip. Wir brauchen dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr Wasser. Dann holen wir uns mal noch die restlichen Eimer. Die waren ja, soweit ich weiß, hier drin. Zack, zack, zack. Füllen dann diese beiden Eimer hier auch nochmal auf. Und mit viel Glück müsste es dann reichen. Okay. So,
So, mit leerem Magen soll man das sowieso nicht machen. Deswegen schön Apfel und dann geht das los. Da ist ein Creeper. Ich sehe ihn doch, ich sehe ihn doch. Tschüss. Meine EP. Meine EP, meine EP, meine EP. Da sind sie. So. Einen kleinen Tauchgang gestartet. Spontan. Hier ist auch noch ein Zombie gestorben. Verrottete Fleisch nehmen wir mal mit. Brauchen wir jetzt zwar nicht wirklich, aber gut. Was soll's. Jetzt vermisse ich auch so ein bisschen Inventory Tweaks. So. Kann man denn? Ja, kann man. Sehr gut. So. Dann haben wir dieses auch. Dann können wir hier jetzt das Feld anbauen. Wenn wir dann da noch so ein, zwei Lichtstrahlen drauf fallen lassen, dann wäre das natürlich awesome. Also müssen wir auch nochmal Fackeln setzen. Ah, ist ja gut, ich setze ja schon Licht, Licht, Licht hier, dann Fackeln. Eigentlich kommen die ja da oben hin, so. So. Ich habe ja jetzt die Vermutung, dass in der Mitte auch Wasser fehlt. Aber ich möchte jetzt hier eigentlich nicht nochmal Wasser setzen müssen. Wenn ich mache das eben so. So. Vielleicht liegt es ja wirklich am Wasser. Oder wir müssen halt noch mehr Fackeln setzen. Schauen wir gleich mal. So. Und dann heißt es abwarten. Dann können wir jetzt mal die Samen hier drin ballern. So. Aber es sieht ganz gut aus. Habe ich so die Vermutung. Und dann werden wir jetzt einfach nur noch warten, bis es wächst und gedeiht. Und dann müssen wir natürlich auch wieder irgendwie aufs Feld raufkommen. Ja, 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 ja. Haben wir noch ein bisschen Erde? Haben wir? So. Jetzt haben wir die Landschaft natürlich völlig überflutet. Und dann laufen wir einfach hier drüber. Machen wir es am besten so. So. Dann hoffen wir mal, dass die Erde auch bald grün wird. Dann wäre das Ganze optisch nochmal ein bisschen annehmbarer. Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur Mittel zum Zweck. Das muss nicht schön sein, das muss einfach nur funktionieren. Abwarten, Tee saufen. Und dann wird das alles schon irgendwie wieder gut gehen. So, dann packen wir mal die Eimer wieder rein hier. So, einen vollen Wassereimer haben wir noch. Hohes Schweinefleisch haben wir auch noch. Oh, und achso, das sind die drei Steaks, die ich aus der Kiste genommen habe. Verrottet das Fleisch. Hier fehlt Kohle. Hab es gerade jetzt keine Lust, Kohle reinzumachen. Gut. Dann können wir nochmal nach oben gehen. Und Baumstämme setzen. Was ja unsere absolute Lieblingsaufgabe ist. Und ich glaube, wir müssen uns auch eine neue Axt dann machen. Oh, oh. Da oben ist noch ein Baumstamm drin. Mist. Na gut, machen wir nicht jetzt. Machen wir später. So. Und es wird dunkel schon wieder. So,
können wir hier schon mal Steine so setzen. Da haben wir ja, Steine haben wir wirklich genug gesammelt. Das dürfte keine Probleme mehr geben. So. So. Ja, ist richtig. Das muss ich kurz überlegen. Das war's schon wieder mit den Baumstämmen. Wie immer, ey, es schleift einfach nur. Ich werde jetzt mal schlafen gehen, bevor jetzt der nächste Creeper um die Ecke kommt. Und auch mal langsam die Aufnahme beenden. Dann gehe ich jetzt schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Aufnahme, wie auch immer, wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.